Präsidentin, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, jetzt kommen wir von den Verordnungen und Erlassen weg zu einem ganz praktischen Antrag. Wir haben ja in den vergangenen Sitzungen häufig und auch heute schon wieder gehört von den Problemen, die wir in unseren Schulen haben, insbesondere in den Gemeinschaftsschulen. Und als ich vor knapp einem Jahr hier gesagt habe, dass unser Schulsystem sehr im Argen liegt, da wurde das genauso belacht wie andere Dinge auch. Aber nachdem dann Dutzende von Brandbriefen bekannt geworden sind über Missstände in den Schulen, da ist man inzwischen ernsthafter geworden und versucht, Lösungen zu finden. Es gibt Krankenhäuser, da werden Kranke aller Art behandelt, Knochenbrüche, wenn die Menschen es im Magen haben, werden dort behandelt, oder Hautabschürfungen. Es gibt natürlich auch Krankenhäuser, die speziell für bestimmte Krankheiten zuständig sind, Herzkrankheiten, Kreislaufkrankheiten und so weiter. Das ist für die betreffenden Kranken vielleicht dann auch etwas besser, weil sich Fachärzte, die sich da auskennen, dann um sie bekümmern können. Aber das geht immer noch, wenn auch verschiedene Krankheitsbilder in einem Krankenhaus oder Menschen mit verschiedenen Krankheitsbildern in einem Haus behandelt werden. Was aber unter keinen Umständen geht, das ist, dass in dem gleichen Krankenhaus oder in der gleichen Abteilung dann auch Menschen sind mit übertragbaren Krankheiten, mit ansteckenden Krankheiten, mit schweren ansteckenden Krankheiten, die dann die anderen Kranken anstecken. Das ist ein Bild, aber in der Schule haben wir die gleiche Situation. Wir haben in der Gemeinschaftsschule, wenn wir die Inklusion ernst nehmen und das auch so durchführen wollen, dann haben wir die Situation, dass Kinder, jetzt sage ich mal, mit Down-Syndrom unterrichtet werden mit anderen Kindern, die ganz normal sind, gesund sind, dass auch Kinder mit Defiziten in bestimmten Bereichen dazugehören, die werden auch unterrichtet. Nein. Ja, das ist, Sie haben ja mal gesagt, alle Menschen sind gleich. Ne? Jo, da gucke ich mich mal um mich rum, da sehe ich Männer und Frauen, dann sehe ich alte Menschen und jüngere Menschen. Also alle Menschen sind nicht gleich, die sind höchstens gleichwertig. Und in der Schule sind auch nicht alle Kinder gleich. Und ich habe da viel damit zu tun gehabt. Ich habe zu den Kindern nicht gesagt, ihr seid behindert. Aber es gibt Kinder, die sind anders. Und es gibt Kinder, die sind krank. So, und die kann ich unterrichten und die kann ich auch mit anderen zusammen unterrichten. Und dann ist das etwas schwieriger, aber das ist machbar. Nur wenn Kinder dabei sind, die absolut nicht in die normalen Regeln passen, die also sich gegen Lehrer auflehnen, Kinder körperlich angreifen und so weiter. Diese Kinder, die kann man nicht mit den anderen Kindern zusammen unterrichten. Das geht in der Praxis nicht. Und deshalb sollte man, wenn man von dieser Inklusion spricht, sollte man diese auch zumindest mal außen vor lassen. Und die meisten Probleme, die in den Brandbriefen angesprochen worden sind, das sind Probleme mit diesen, genau mit diesen Kindern. Das sind auch Kinder und die haben auch ein Recht, so erzogen zu werden, wie sie es nötig haben. Und die anderen Kinder haben ein Recht, dass ihnen ihre Erziehung ermöglicht wird. Und aus diesem Grunde müssen Schulen errichtet werden für Kinder, heute sagt man emotional, sozial und so, wir haben schon mal gesagt, schwer erziehbare oder nicht erzogene oder wie auch immer, Kinder, damit ihnen geholfen werden kann und damit die anderen Kinder normal unterrichtet werden können. Und unserer Ansicht nach ist es dringend notwendig, all die anderen Dinge, das ist Symptombehandlung, das ist Kosmetik, hier, das ist Grundbehandlung. Deshalb muss im Saarland mindestens sofort zwei Förderschulen für diese Kinder errichtet werden.
Das ist unser Antrag. Dankeschön.